Heute besuchen wir zunächst Amalapura. Unsere erste Station ist das Mönchskloster Mahagandayom. Hier dürfen wir ein wenig das Leben der Mönche im Kloster beobachten. Anschließend setzen wir die Reise mit der Pferdekutsche fort. Die Fahrt ist mehr als abenteuerlich, denn der Weg ist holprig und steinig. Wir passieren das sogenannte Badezimmer der Mönche. Spock noch relativ ruhig sitzt, reißt es uns, die wir hinten sitzen, bei jedem Loch wie wild hin und her. Nach einiger Zeit Küche und Feuerraum im Kloster. Haben wir uns aber so gut verkeilt, dass die Fahrt richtig lustig wird. Die kommen aber nicht in den Topf, oder? Nein. Aber es ist für Wasser, oder? Ja, dafür hat das jetzt Reisstoff. Ah, Reisstoff? Ja, Reisstoff, gewaschen. Wir kommen zum Wohnhaus des Gründers des Klosters. Der Kloster gehört zu den schönsten Teakholzklöstern in Myanmar. 267 mächtige Teakholzpfeiler stützen das Kloster. Heute dient es auch als Schule für die. Wieso hat er ein Bett und die Mönche nicht? Schau mal, bitte. Wieso hat er ein Bett und die Mönche liegen am Boden? Eigentlich darf man nur die Art. Heute haben wir das Glück, bei der Ausspeisung der Mönche dabei sein zu dürfen. Dies kommt nur selten vor, wenn sich ein Spender findet. Umliegenden Dörfer. Zwei Mönche unterrichten die Kinder, während das Zeichen wird der Glockenschlag durch den Abt sein. Immer 8 Mönche aus jeder Schlange gehen bis zu den mit vollen Reistellern wartenden Laien vor. Dann werden die Teller in die Almosenschalen gekippt und die Mönche setzen sich bis zur nächsten Station wieder in Bewegung. Helfer tauschen dann die leeren Teller gegen volle, sodass die nächsten 8 Mönche bedient werden können. Die Mönche nehmen den Reis stets ohne ein Wort des Dankes entgegen. Denn schließlich sind sie es ja, die den Spendern eine Gelegenheit zum Erwerb von Verdiensten verschaffen. Das Bagaya-Kloster und halten kurz bei einigen Ruinen. Hier hat die Natur wieder gesiegt und erobert das Land zurück. Übrig geblieben, nur das wichtigste Teil überhaupt, der Swimmingpool. Hinter dem Kloster findet sich dieses kleine Museum, das dem Gedenken des Gründers des Klosters geweiht ist. Von hier hat man einen schönen Blick auf die Jubein-Brücke, die wir gleich anschließend besuchen werden. Aber zuvor machen wir noch kurzen Stopp bei einer Seidenweberei. Im Unterschied zu den Webereien am Inlesee werden hier sehr feine Muster für die prächtigen Prinzgewänder des Novizenfestes oder für Hochzeiten hergestellt. Auf Menu, die Frau des Königs Bakidav, Thank you.
bis 1818 für ihren Geliebten, den König. Ab Nyongyang Jayado bauen. Dieses Gebäude ist den üblichen Die Yubein-Brücke führt über den Tautamansee. Seit 1851. Sie ist mit 1,2 Kilometer Länge die längste Teakholzbrücke der Welt. 1086 Stämme stützen dieses monumentale Bauwerk. Wir spazieren gemächlichen Schrittes über die Brücke und bewundern die alten Pfeiler. Die Bewohner leben von der Landwirtschaft und Fischfang, aber auch von den Touristen. Wir werden am Abend wieder zurückkehren, um einen wunderschönen Sonnenuntergang zu sehen. Unsere nächste Station ist Inwa. Inwa war fast 400 Jahre lang politisches Zentrum des Birmanischen Reiches. Vom ehemaligen Ruhm der Gegend ist nur mehr sehr wenig zu sehen. Inwa strahlt heute eine friedliche und ländliche Atmosphäre aus. Inwa ist von Mandalay 21 Kilometer entfernt und liegt auf einer künstlichen Insel. Wir spazieren gemächlichen Schrittes über die Brücke. Um Inwa zu erreichen, müssen wir mit einem Boot den Kanal überqueren, der den Ayavadi mit den Mientnie verbindet. Anschließend setzen wir die Reise mit der Pferdekutsche fort. Die Fahrt ist mehr als abenteuerlich, denn der Weg ist holprig und steinig. Während man vorne am Kutschbock noch relativ ruhig sitzt, reißt es uns, die wir hinten sitzen, bei jedem Loch wie wild hin und her. Nach einiger Zeit haben wir uns aber so gut verkeilt, dass die Fahrt richtig lustig wird. In der Regenzeit wird das Regenwasser gesammelt. Ja? Dann wird den ganzen Jahr Trinkwasser für. Das Bagaya-Kloster gehört zu den schönsten Teakholzklöstern in Myanmar. 267 mächtige Teakholzpfeiler stützen das Kloster. Heute dient es auch als Schule für die umliegenden Dörfer. Und hier die höchste Pfeiler ist 23 Meter hoch. Innen wie außen finden sich wunderbare Holzschnitzereien. Gehen bis zu den mit vollen Reistellern wartenden Laien vor. Dann zwei Mönche unterrichten die Kinder, während die Eltern ihrer Feldarbeit nachgehen.
werden die Teller in die Almosenschalen gekippt und die Mönche setzen sich bis zur nächsten Station wieder in Bewegung. Ja, sie müssen nachlesen. Dann die vorderen Schüsseln. Ja. Hier gibt es die Spanien-Lopez und das ganze Kloster besteht ausschließlich aus Teakholz. Das Alter merkt man besonders am Boden. Wir verlassen das Bagaya Kyaung, das Bagaya Kloster, und halten kurz bei einigen Ruinen. Hier hat die Natur wieder gesiegt und erobert das Land zurück. Vom ehemaligen Königspalast in Inwa ist nicht viel übrig geblieben, nur das wichtigste Teil überhaupt, der Swimmingpool. Nur wenige Meter entfernt vom Pool ist der schiefe Wachturm Nam Yin zu finden. Aber die einige Tore hier kommen sicher Touristen, aber die meisten. Am Fuße des Turms versuchen die Kinder, uns ihre Souvenirs zu verkaufen. Der schiefe Turm ist ca. 27 Meter hoch. Er brach beim großen Erdbeben im Jahr 1838 fast zusammen und ist das letzte Überbleibsel des alten Palastes. Werden hier sehr feine Muster für die prächtigen Prinzgewänder des Novizenfestes oder für Hochzeiten hergestellt. Im angeschlossenen Verkaufsraum kann man auch Hemden und so. Königin Namadav Menyu, die Frau des Königs Bakidav, ließ es 1818 für ihren Geliebten, den königlichen Abt Nyongyan Sayado, bauen. Dieses Gebäude ist in üblicherweise aus Holz gebauten Klöstern in Stein nachgebildet worden. Das Kloster wurde ebenfalls bei dem Erdbeben 1838 stark beschädigt. 1873 ließ die Tochter von Königin Menyu das Gebäude renovieren.
Unser nächstes Ziel ist die Yumin-Hose-Pagode oder auch die Pagode der 30 Höhlen. Im Inneren der Pagode sind 45 Buddha-Statuen bogenförmig angeordnet. Diese Pagode befindet sich in Sagaing. Sagaing liegt etwa 21 Kilometer südwestlich von Mandalay, am gegenüberliegenden Ufer des Ayavadi-Flusses. Wir sind zurück am Tang Tamansee, zurück bei der Yubein-Brücke. Wie tief ist das Wasser? 10 Meter. Wir nehmen uns ein Boot, fahren hinaus auf den See und warten auf den Sonnenuntergang. Es wäre wie ein Bad, wenn das passiert. Die Yubein-Brücke wurde übrigens nach ihrem Erbauer, dem früheren Ortsvorsteher Yubein, benannt. Bis vor wenigen Jahren war der See zur heißen Jahreszeit bis auf ein Rinnsal ausgetrocknet und wurde als Ackerland genutzt. Jetzt staut man das Wasser auf. Somit steht die Yubein-Brücke das ganze Jahr über im Wasser. Die Teakholzstämme für den Bau der Brücke kamen größtenteils aus dem Königspalast von Inwa, der abgebaut wurde, als die Hauptstadt nach Amarapura verlegt wurde. Die Brücke wurde 2005 grundlegend restauriert, nachdem sie im August 2004 von den Wasserfluten stark beschädigt wurde. Gefischt wird hier nicht nur mit der Angel, sondern auch noch herkömmlich mit dem Speer. Aber auch, wie wir gleich sehen werden, mit einer Art Fischfangbeutel, der am Körper wie eine Hose getragen wird. Hier der zuvor erwähnte, am Körper getragene Fischfangbeutel. Die Sonne sinkt jetzt immer schneller und wir wollen deren Untergang genießen.